Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Männerlords im Regen-Dauersimulator, muss ich sagen. Ich glaube hier von der letzten bis zu der Folge ist einmal November geworden. Der Winter steht vor der Tür. Wir können mal gerade unser Brennholz angucken. Wir haben 8 Monate Brennstoff, wobei sich der Brennstoff in Brennholz und in Holzkohle unterteilt. Und die Köhlerei arbeitet und wir haben mittlerweile 8 Familien, die sind nach und nach dazugekommen. Das heißt, wir haben jetzt kein freies Haus mehr. Um jetzt erstmal die Bedürfnisse zu erfüllen, werden wir eine Kirche bauen. Denn in der letzten Folge haben wir hier die Sägegrube gebaut. Und ich habe auch mal die Brennholzhackerei habe ich mal hier gegenübergesetzt zur Brennholzgrube. Und wir haben den Ochsenkarren, der ist jetzt hier vorne neben dem einen Lager. Was habe ich noch gebaut? Genau, ein zweites Lager. Denn das Lager, das allgemeine Lagerhaus war voll. Und ich bin jetzt gerade die Häute und Kohle am Umlagern. Da ist jetzt schon die erste Kohle und die Bretter drin. Ich habe hier... Da habe ich Kohle rausgenommen und die Häute habe ich rausgenommen. Und hier kann alles eingelagert werden. Ne? Ja. So, jetzt wollte ich nochmal ganz kurz was gucken. Und zwar nach dem Grundwasser. Das Grundwasser geht hier durch. Hier ist der eine Brunnen. Ich würde jetzt die Kirche gerne hier an den Marktplatz stellen. Und zwar hierhin. Deswegen habe ich hier auch Platz gemacht. Und hier, was hier in die Mitte kommt, gucken wir nochmal. Vielleicht erweitern wir auch den Marktplatz langfristig. Das sehen wir dann. Das heißt, wir bauen jetzt hier die Kirche. Und lassen da vorne so ein bisschen Platz. Dann hat die Anschluss zum Markt. Oder drehen wir sie dahin? Nee, der Eingang ist in die Richtung, der Haupteingang. Ja. Get to work. Ich glaube, wir haben jetzt keine freien Familien, die uns die Kirche bauen. Kann das sein? Der würde gleich meckern. Na? Haben wir doch jemand frei? Und sobald die Kirche gebaut ist, werden wir neue Höfe bauen, damit wir uns hier erweitern können. Ich denke mal, hier passen auch nochmal locker 3 hin. Vielleicht bauen wir auch hier hinter, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Das Lager ist wieder voll. Ich weiß nicht, wie das mit dem Umlagern aussieht. Ah, hier. Ne, das Lebensmittellager. Hier ist jemand eingesetzt. Und da ist jemand eingesetzt, okay. So, wir brauchen 5 Baumstämme, 20 Holz und 10 Stein. Wo ist der Stein hin? Ich hatte doch noch 10 Steine beim letzten Mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das langt. Was hat denn hier noch Stein gebraucht? Das Lager eventuell? Nee. Das Lager braucht keinen Stein. Was braucht er denn? Stein? Oder liegt das schon in der Baustelle? Nee, 0 von 10. Oder ist noch unterwegs? Na gut, wir warten mal ab. Mal gucken. Hey, es regnet immer nicht. Hey, danke, Spiel. Da ist ein Fragezeichen. Der Arbeitsbereich ist leer. Ah, der Holzfäller hat wieder keinen Bereich, den er abholzen kann. Machen wir das kleine Waldstück weg, oder? Hätte ich gesagt. Da haben wir noch einen anderen Bereich. Nee, aber hier sind ja die Felder, oder? Wir gucken gerade nochmal. Wir können den Bereich hier auf jeden Fall mal freimachen, weil hier müssen auf jeden Fall die Felder drauf, ne? Gut, dann setzen wir jetzt den Einzugsbereich von dem Holzfäller neu. Und lassen das hier abholzen. Es ist zwar ein bisschen weitere Wege, aber was sollen wir machen? So, wenn jetzt hier der Stein fehlt, haben wir natürlich ein Problem, ne? Ja, es ist kein Stein da.
Was hat denn Stein verbraucht? Was habe ich noch gebaut? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich was gebaut hätte, was Stein verbraucht. Wir gucken mal, die müssten ja ab einem gewissen Punkt müssten ja hier meckern. Jetzt sind noch 4 Bretter da. Ein Brett. Und das letzte Brett. Ah, jetzt kommt Stein. Wo kommt der her? Warum sehe ich den nicht? Eventuell ist er aus dem Lager schon abgezogen worden, als ich den Befehl gegeben habe, die Kirche zu bauen. Naja, das passiert auf jeden Fall. Manche Ressourcen verschwinden, sobald es kalt wird. Okay, sind jetzt die Beeren weg? Hm, sie schrumpfen. Wie sieht's aus mit den... Wo sind die Tiere hin? Die sind da drüben hingezogen. Okay, Herr Jägersmann, wo ist er denn? Wir brauchen mal ein anderes Einzugsgebiet. So, ich hoffe, das funktioniert so. Ja, jetzt sieht hier oben kann man ja einstellen, wie das Ganze aussieht. Ich glaube, hier kann man den Gesamtbestand einsehen. Ja, jetzt sind 10 Steine drin, auch auf den Baustellen. Ja, der zieht immer bei den Baubefehlen direkt die Ressourcen ab, damit man eine bessere Übersicht hat. So, hier entsteht eine Kirche. Ich finde das so geil, dass sie halt vor dem Bauplatz irgendwelche Böcke aufstellen, dann die Balken vorbereiten. Das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge schon mal erklärt. Dann werden die Balken zurechtgeschnitzt und dann auf die Baustelle gebracht. So Leute, ihr bekommt eine Kirche. Ah, man kann das Einzugsgebiet vergrößern. Warte mal kurz, probiere ich mal mit dem Holzfäller. Erweitert. Ach, steht ja unten auch mit Steuerung. Aha. Dann sage ich doch, bitte mal hier den Wald entfernen. So, nice. Warte mal da. Na gut, die Beeren, das ist ja eh schon. Da oben haben wir Eisen. Und hier wäre Stein. Und hier ist ja diese Ruine der alten Windmühle. Das ist so ein bisschen irritierend, weil da kann man auch was einlagern in der Windmühle. Das verstehe ich nicht ganz, was die machen. Oder hier ist so ein Überreste. Ah, das kann man wieder aufbauen. Einen alten Speicher. Aber was ist denn hier? Was wird in dem Bereich? Ist hier irgendwas Tolles? Bis auf Stein? Nein. Nee, hier ist überhaupt nichts Gutes. Grundwasser gibt's. Das ist schon mal da. Interessant. Vielleicht ist das gar nicht so wichtig, dass das da irgendwie dabei ist. Oh, es fängt an zu schneien, oder? Jo. Jo, jo, jo. Es wird Winter. Na gut, die Kirche wird gebaut. Wir haben für die nächsten 10 Monate Brennstoff und für die nächsten 16 Monate Nahrung. Das ist schon mal gut. Wie schön hier wirklich aus Einzelteilen die Kirche hingezimmert wird, oder? Sehr rustikal, aber... Oh, da Schnee kommt. Der erste Schnee fällt. Unsere Winterbaustelle.
rostet hier schon die Wand? Wow, ich bin ein bisschen nah dran. Das ist ja krass, wie detailliert das Spiel ist. Yo. So, fertig gebaut. Gebäude ist fertig. Kirche fertig gebaut. Cool. Hier hinten ist noch ein Weg, der rausgeht. Können wir vielleicht mal die Wege verbinden, oder? Nee, das sind keine, das sind Fake-Wege. Wir können doch trotzdem hier was anschließen, oder? Jo. Und den hier vielleicht, oder den? Sieht ein bisschen komisch aus. Müssen wir vielleicht noch um die Ecke ziehen. Machen wir hier so einen Weg rum oder drumherum, oder? So. Ja, sieht besser aus. So. Tja, der Winter ist da. Und die Kirche steht. Nice. Sieht hübsch aus, oder? Wie alles zuschneit so langsam. Goodie. Kirche steht. Wie sieht es aus mit der Zufriedenheit unserer Gebäude? Nein, es sind nicht alle Bedürfnisse erfüllt. Wir müssen Bekleidung machen. Sonst können wir das Upgrade auf Stufe 2 nicht machen. Gut. Aber damit wir weiter expandieren können und nicht die Arbeitskräfte hier uns fehlen, würde ich sagen, bauen wir noch ein paar Häuser hin. Und ich würde sagen, wir bauen die Häuser hier gegenüber. Oder legen wir das... Ich dachte halt, dass wir uns das hier freilassen für irgendwelche Handelsgebäude, die dann direkt an der großen Hauptstraße angeschlossen sind. Aber es würde schon, glaube ich, optisch gut aussehen, wenn hier noch ein paar Gebäude wären, oder? Ich glaube, ja. Machen wir hier noch ein paar Gebäude rein. So, jetzt können wir hier, könnten wir auch sagen, mit Minus, dass die Parzellen größer werden. Und hier sind solche Erweiterungen mit drin. Oder wir machen drei hin. Aber wenn ich gucke, wie die anderen wohnen, können da ruhig drei hin, oder? Ja. Ich sage ja. Ach guck mal, der Weg wird sogar genutzt. Ich glaube, das wurde am Anfang auch erklärt, dass hier die Wege wichtig sind. Der Arbeitsbereich ist leer. Vom Sammler, ja gut. Ja, sind keine Bären, deswegen ziehe ich dich jetzt mal hier ab. Ich hoffe doch, die Bären, die hier eingelagert sind, werden irgendwie noch umgelagert oder so. Geht das? Oder geht das nicht ohne Arbeiter? Wie voll ist denn das Nahrungslager? Da ist richtig Platz. Ah, hier ist keiner eingesetzt, deswegen. Warte mal, ich versuche mal hier eine Familie einzusetzen. Ja, es funktioniert auch. Dann hoffe ich, dass die Bären da oben abgeholt werden. Mal gucken, ob die jemand holt. Ja. Ja. Jetzt wird geleert. Weil das Lebensmittellager wieder besetzt ist. Ja, 39. Jo, jetzt wird's geleert. Sehr schön. So, Brennholz auch noch gut. Nahrung sieht gut aus. 52 Bären insgesamt, 30 Fleisch. Ist unser Jäger noch im Einsatz? Ist er auch noch? Jo. Ah, die Bäume sind jetzt hier langsam weg. Dann können wir ja hier drüber nachdenken, dass wir hier einen Felder machen. Ich denke mal, dass wir für Klamotten brauchen wir... Was können wir denn anpflanzen? Dann können wir mal gucken. Oh, Bier. Eine Taverne. Oh.
Wie groß bist du? Das sieht man bei dem Schnee so schlecht. Das passt auf jeden Fall nicht dazwischen. Nee. Taverne. Also wir könnten hier daneben setzen. Wenn ich überlege, dass ich hier die Gebäude erweitern will in die Richtung. Hätte ich gesagt, dass die hier... Geht das nicht näher? Wieso geht das nicht näher? Was ist hier im Weg? Vielleicht muss ich das drehen allgemein, warte mal. So. Irgendwas stört den hier. So, oder? Aber ich habe noch kein Bier, von daher machen wir erstmal keine Taverne. Außerdem ist es keine Voraussetzung bisher, ne? Die brauchen ja Bekleidung, das ist das Wichtige. Wir können ja mal gucken, was für Bekleidung notwendig ist. Wo ist denn Produktion? Das ist Lagern. Wo ist hier... Da, Produktion. Eine Weberei. Arbeiter nutzen Wolle zur Herstellung von Garn. Flachs zur Herstellung von Leinen. Warte mal. Aber wir müssen doch aus dem Leder auch was herstellen können. Ah, hier ist eine Gerberei. Die macht zu Leder. Und wir verarbeiten das Leder. Brennofen? Nein. Dorfschmiede? Kommt auch, wenn wir Eisen haben. Das ist ein Handelsposten. Ein Viehhandelsposten. Oh, den brauchen wir, damit wir einen Ochsen bekommen. Dann haben wir hier Verwaltung. Das ist das Herrenhaus. Und das Siedlerlager. Platziert das Lager auf einem leeren, für euch beanspruchten Territorium, um dieses zu besiedeln. Ah, da können wir wahrscheinlich dann die anderen Gebiete einnehmen. Okay. Wo ist denn hier mal klamottentechnisch was? Hier ist ein Feld. Das ist für die verschiedenen... Ein Bauernhaus. Achso, ist für die Felder zum Bearbeiten. Weiden. Schafzucht. Für Wolle. Muss die Schafzucht nicht erst freischalten? Eigentlich ja, aber irgendwie doch nicht. Gut, vielleicht können wir es nicht nutzen, weil keine Schafe oder so. Eine Windmühle und ein Gemeinschaftsofen. So, wir haben immer noch nicht rausgefunden, wo derjenige ist, der uns Klamotten herstellt. Eine Lehmgrube. Eine Leichengrube, so. Okay, verstehe. Nee, hier nicht. Also wir gehen mal von vorne durch. Hier haben wir Jägerlager haben wir gebaut, Wild haben wir gemacht, Köhlerei haben wir gemacht, ein Forsthaus haben wir noch nicht gebaut, zum Aufforsten der Wälder. Dann haben wir das Steinmetzlager, das werden wir da hinten brauchen. Und eine Abbaugrube, das ist aber für Eisenerz und Co. Und wer näht denn uns Klamotten? Sehe ich irgendwie hier nicht. Das ist ein Rennofen für die Eisenbarren. Die ist für Werkzeuge. Rennofen für Ziegel. Eine Melzerei. Arbeiter nutzen Wolle, Garn, Leinen. Gut, wir könnten Flachs machen, ne? Dann könnte die Weberei aus dem Flachs auf jeden Fall schon mal Leinen herstellen. Aber dann fehlt noch der Faden, um das Ganze zusammenzunähen. Ist ja auch so ein Thema. Aber die Wohnhäuser machen das eventuell. Wahrscheinlich brauchen die nur Leinen und Garn, um überhaupt was nähen zu können. Und eine Färberei gibt's noch. Warum ist hier unten? Kosmetisch. Ein Schrein und Buschwerk entfernen. Aha. Okay, dann würde ich sagen, dass wir Flachs anbauen. Und Schafe müssen ja freischalten, so wie das aussah. Also ich sag mal, hier Flachs sehe ich, oder? Dass wir hier in dem Bereich hier so Felder setzen.
Ansonsten haben wir, glaube ich, keinen besseren Bereich, wo das gut hinpasst. Hier würde noch gehen. Oder wir müssen erstmal die Gerberei machen, damit wir das Leder verarbeiten können. Ich glaube, das mache ich zuerst. Wir bauen erst die Gerberei. Vielleicht kriegen wir dann ja ein... Vielleicht können die sich auch was draus herstellen. So, der macht aus Häuten... Macht er die Sachen. Machen wir den hier oben hin? Wie groß sind das... Ah, das ist so groß. Wieso schließt er denn hier nicht an? Ach, weil es hier nicht dazwischen passt, wa? Ja, ist zu breit. Dahin ist auch doof, oder? Da geht's nicht, weil die Köhlerei im Weg ist. Ich setze das hier hinter die Kirche. Gegenüber von dem Lager. So. Ja. Bitte bauen Sie eine Gerberei. Und vielleicht wäre ein Handelsposten cool, dass wir dann die Überschüsse verhandeln können. Ne? Weil ich glaube, wir haben relativ viele Ressourcen über. Okay, Bretter haben wir 60. Das sollten wir vielleicht auch mal einschränken. Ich weiß nicht, was das nächste Bauprojekt ist, was so viele Bretter braucht. Ja, die brauchen ja alle hier Bauholz. Ich gehe das mal so ein bisschen durch. Dann brauchen wir Lehm teilweise. Ne, da, ah, hier, warte mal, hier brauchen sie Bretter. Ne, wo war das? Ah, hier hinten, beim Bienenhaus, okay. Ne. Die brauchen alle keine Bretter. Selbst die Kneipe braucht keine Bretter. Die Kirche war das erste, was Bretter braucht. Hä? Brauchen wir wirklich nur für die Kirche Bretter? Ah, hier brauchen wir noch. Für das Herrenhaus brauchen wir Bretter. Da brauchen wir aber auch Lehm, so wie es aussieht. Ja gut, dann können wir die Bretterproduktion erstmal einstellen. Da ziehen wir die Familie ab und lassen die lieber... Weil wir haben jetzt immerhin 60 Bretter, das wird auch fürs nächste Upgrade reichen, da gehe ich mal davon aus. Und vor allem brauchen wir jemanden, der bei der Gerberei arbeitet. So, was fehlt hier? Ah, ein Baumstamm fehlt noch. Ah, wir sind schon im Februar. Sehr schön. Bald ist der Winter zu Ende. Der Ochsenkarren bringt noch einen Balken. Perfekt, da müsste das jetzt komplett sein, oder? Ja. So, wobei bleiben die Arbeiter? Da hinten sind sie. Wie viele Familien haben wir denn jetzt? 10 Familien haben wir schon. Ach du Güte, habe ich ja gar nicht mitbekommen. Jo. Ja, ist ja genial. Ja, ist nur ein Haus frei. Okay. Cool. 4 nicht zugewiesene Familien. So, wo haben wir sie denn abgezogen? Da nicht. Beim Brennholz nicht. Hier beim Lager nicht. Da nicht. Beim Holzfäller nicht. Wo hatten wir? Wir hatten noch irgendwo abgezogen. Ah, Köhlerei. Ja. Jäger ist eingesetzt und hier wächst noch nichts. Wo ist der Jäger? Ne, ist der Holzfäller. Da. Hä? Ach, den sieht man kaum im Schnee. Da. So, jetzt müsste die Jagd auch mehr funktionieren. Wie viel Fleisch haben wir denn eigentlich? 26 Fleisch. Ist das vielleicht zu weit weg, aber da müssen die meckern, oder? Wenn es zu weit weg wäre.
Sehr gut, die Gerberei ist fertig. So, zwei Familien sind arbeitslos. Gut, im Januar oder wenn wieder Früchte wachsen, dann können wir ja die Wildbeuterhütte wieder einsetzen. Was kann in die Kirche? Oh, da muss auch jemand rein. Aha, okay. Das hat noch gefehlt. Na, wir können den Kirchen... Wollen wir mal rein? Okay. Was ist das? Das ist der Kochtopf, oder? Das finde ich schon wirklich sehr gut. Nee. Das ist gut, oder? Nehmen wir das? Ja. Das nehmen wir. Was können wir hier machen? Ausbau zu einer kleinen Steinkirche. Ah, wenn wir später Ziegel haben und Stein, können wir das noch ausbauen. Cool. Oh, guck mal, hier sind Marktstände dazugekommen. Die Lagerarbeiter. Speicherarbeiter. Ah, hier kommt eins dazu. Entlein. Heißt so die Familie? Ja, Entlein. Was baut ihr hier? Was verbraucht ihr? Brennholz nochmal. Aber der hier ist doch schon Brennholz. Okay, das gibt jetzt Konkurrenz direkt nebeneinander. Zwei Brennholzstände. Gut, vielleicht bieten die einen Holz an, die anderen Kohle. Cool. So, die Gerberei ist auch am Arbeiten. Jupp, die arbeiten auch. Jetzt ist halt die Frage, gilt das Leder, was... Ach hier, Bekleidungsstand. Jo, warte mal. Bekleidung, wo ihr kommt... Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Ich glaube, wir kommen auf die nächste Stufe. Das heißt, in der nächsten Folge können wir unsere ersten Gebäude upgraden. Die Musik eigentlich zu laut? Gut, wenn ihr die Folge guckt, ist es wahrscheinlich schon längst entschieden, ob es leiser ist. Aber ich frage einfach mal die Regie. Bekleidung 0%. Also sie haben aber einen Stand aufgemacht. Also scheint die Gerberei scheint Material zu liefern, was für Klamotten gut ist. Warte mal, dann können wir doch hier mal die Klamotten auslagern. Ne, das ist das falsche Lager. Da ist das richtige Lager. Na? Da. Was haben wir denn hier? Wo ist denn hier Leder und Co.? Flachs, Gerste, Stoffe. Hier, Leder. Ah, das habe ich schon rausgenommen. Da müsste dann also hier drin sein. Ja, hier ist es drin. Ist auch schon eingelagert. Na, heute zumindest. Sind wahrscheinlich noch gar keine fertig, oder? Kann das sein? Doch jetzt. Ne, immer noch nicht. Es wurde nichts eingelagert. Da. Jetzt ist definitiv ein Leder fertiggestellt. Das wird aber abgeholt. Ah, dann ist das bestimmt jetzt hier am Marktstand, oder? Ja, hier liegt's. Da ist es. Da liegen die Lederrollen. Jetzt haben wir alles erfüllt. Wir können upgraden. Nice. Jo, okay, es langt also, wenn wir eine Art von Kleidung haben. Ich denke langfristig nicht. Aber in was ist das für ein Geglibber, wo die da drin arbeiten? Cool. Nun gut. Das ist Pipi, okay. Na gut, irgendwie muss das Leder ja gegerbt werden, ne? Das geht ja nicht ohne. Kannst ja nicht im Wasser machen. Definitiv Urin. Mmh. Das ist schön, wenn man zum Beten in die Kirche geht.
Und es riecht wie hier bei der S-Bahn-Unterführung oder sowas. Mh, sehr schön. Oder auch Salzwasser. Ihr Lieben, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Wir haben den Winter erlebt. Wir haben eine wunderhübsche Kirche, die ich euch jetzt nochmal im Cinematic-Modus hier präsentieren werde. Cool. So, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Wir werden hier Dinge tun. Wir werden unsere Stadt erweitern und die Gebäude auf die nächste Stufe bringen und solche Sachen. Ich bin sehr gespannt. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.